Hi, ich bin Katrin von den Stadtwerken Duisburg und heute ist Tag des Artenschutzes. Deswegen bin ich hier verabredet mit Christian. Christian ist der Pressesprecher vom Zoo Duisburg und nimmt uns heute mit zu den Riesenottern. Kommt mit! Hi! Herzlich willkommen bei uns im Zoo. Danke, ich freue mich. Wir zwei beide haben ein Date mit unseren Riesenottern. Geht auch sofort los. Komm mal mit. Cool, danke. Der Riesenotter lebt in Südamerika, ist ein Raubtier, was im Wasser lebt. Wir haben ein sehr dichtes Fell, damit das Wasser nicht bis auf die Haut durchdringen kann. Wir werden etwa 25 Kilo schwer und 2 Meter groß. Riesenotter sind Raubtiere, haben entsprechend lange Eckzähne, damit können sie den Fisch sehr gut festhalten und ihn dann eben fressen. Riesenotter mögen aber auch sehr gerne Obst. Süßes Obst fressen sie natürlich auch sehr gerne, wie wir Menschen. Riesenotter zählen zu den gefährdeten Tierarten, die stehen auf der sogenannten roten Liste. Die stehen dort, weil der Mensch eben den Lebensraum von den Riesenottern verändert. Zoologische Gärten sind Schutzrefugien. Unter diesen guten menschlichen Bedingungen können Tierarten eben über die Zeit gerettet werden. Auch Riesenotter werden in den sogenannten europäischen Zuchtprogrammen gemanagt. Gemanagt heißt, es gibt einen Supervisor, einen Chef über diese Tierart, den Riesenotter, und der entscheidet, welche Tiere in welchem Zoo lernen sich kennen, welche Tiere sollen auch Nachwuchs bekommen und auch welche Tiere werden vielleicht für Ansiedlungsprojekte bereitgestellt. Auch hier in Duisburg haben wir schon Riesenotter-Nachwuchs gehabt und eine ganz besondere, eine ganz bewegende Geschichte handelt von Alondra. Alondra ist ein Riesenotterweibchen, die hier in Duisburg das Licht der Welt erblickt hat, einige Jahre hier gelebt hat, ihre Teenagerzeit. Dann ist sie ausgezogen, hat eine Zeit lang im Zoo von Budapest gelebt und von Budapest ging es dann auf die große Reise nach Argentinien in ein Ansiedlungsprojekt für Riesenotter. Dort hat die Alondra ihren Partner, den Coco, kennengelernt. Das ist eine richtige Love Story geworden. Alondra und Coco haben sich ineinander verliebt. Sie haben Nachwuchs bekommen und das erste Mal seit über 50 Jahren sind in Argentinien kleine Riesenotter geboren worden. Und die Grundlage dafür haben wir hier in Duisburg geschaffen, denn Alondra ist hier geboren worden. Die Auswilderung von Tieren ist ein sehr langer Prozess. Das geht über Jahre oder sogar über Jahrzehnte. Man braucht Fachkräfte, Biologen, Tierärzte, Ranger. Man muss die Gegebenheiten vor Ort haben. Man braucht einen geschützten Lebensraum. Und wenn wir das alles zur Verfügung haben, dann können wir Tiere aus dem geschützten Bereich Zoo auch für die Ansiedlungsprojekte bereitstellen. Vielen Dank, Christian. Ich habe heute ganz viel Neues über die Riesenotter gelernt und hatte richtig viel Spaß. Das freut mich. Und wenn du das nächste Mal Tierfragen hast, dann kannst du natürlich jederzeit wieder zu uns kommen. Danke dir und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal im Zoo Duisburg.